Hallöchen, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder hier vom Balkonien und wie ihr seht, habe ich hier meinen Salat abgeerntet gestern. Der hat wirklich gut geschmeckt. Und ja, auch meinem Wurm hier hat er geschmeckt, wie man dort drüben sehen kann. Ich habe da ja auch nichts gespritzt und gar nichts getan, also komplett bio. Und jetzt, ja, was haben wir? Ende August. Und jetzt werde ich hier Platz machen für meinen Winterspinat. Ja, Spinat ist nicht jedermanns Sache, aber zum Kultivieren eignet er sich wirklich sehr gut, weil er ist relativ anspruchslos. Und bei so einem Hochbeet ist es auch sehr praktisch, denn da ist er nämlich gegen Wind geschützt. Wind mag er nämlich gar nicht so gerne. Also solltet ihr ihn recht geschützt anbauen. Natürlich geht es auch im Freiland, aber halt am besten ist, wenn er windgeschützt groß werden kann. Was beim Spinat zu beachten ist, hier habe ich auch schon meine Samenpackung. Da werde ich gleich aussehen. Ja, dass auf jeden Fall der Boden immer schön feucht gehalten wird. Halbschattig ist auch gar kein Problem. Gegen Kälte ist er auch relativ immun, also jetzt extreme Kälte mag er natürlich auch nicht, aber das sollte in diesem Hochbeet auch kein Problem sein, da ich ja hier die Außenwände mit Gewächshausplatten habe, wobei ich auch vorne zumachen kann, wenn es notwendig wird. Daher bin ich mir fast sicher, dass er hier drin richtig gut gedeihen wird. Er ist ein Mittelzehrer, also er eignet sich auch gut als Nachkultur und ja, am besten ist es, wenn der Boden mit Humus versorgt ist. Da hat er dann reichlich Nährstoffe. Ja, und jetzt werde ich hier mal Platz machen. Jetzt kommen die alten Salatpflanzen raus. Da krümel ich immer die Wurzel ab, denn Erde ist kostbar. Und die restlichen Salatblätter, hätte ich jetzt Hasen, dann könnte ich denen das geben. Habe ich leider nicht. Da würden, glaube ich, meine Mitbewohner hier, meine Familie, keine Freude mit mir haben, wenn ich jetzt auch noch Hasen hier auf dem Balkon hätte. Nee. Das mögen die nicht. So, aber den Salat werde ich natürlich jetzt hier erstmal nicht gleich in den Müll hauen. Der kommt jetzt hier in meinen Kompostsack rein. Ist ja alles bio hier. Und daraus entsteht natürlich wieder bester Humus, also nichts wegschmeißen. So, jetzt habe ich hier schon mal das Wichtigste, das meiste abgeerntet. Und jetzt tue ich einfach den Boden mit der Hand auflockern, da brauche ich auch gar keine sonstigen Hilfsmittel. Nur wichtig ist natürlich so ein Handschuh. Diesmal habe ich so einen Latex-Handschuh genommen, damit ihr nicht die ganze Erde unter den Fingern bekommt, unter den Fingernägeln. So, ich locke hier einfach ein bisschen auf. Das geht ruckzuck. Hier sieht man auch, an der Seite habe ich noch anderen Salat. Der ist noch recht jung. Der kann hier schön daneben gedeihen. So. Ja, der Spinat mag es auf jeden Fall, wenn er, Spinat ist eher ein Gewächs, was lange Nächte bevorzugt und kurze Tage, weil wenn er zu viel Sonne bekommt, dann neigt er nämlich zum Schießen. Und naja, und falls mein Spinat jetzt nicht groß, so, jetzt habe ich erstmal hier alles schön gelockert. Und falls mein Spinat nicht groß genug wird, habe ich damit auch kein Problem. Dann die jungen kleinen Blätter könnt ihr nämlich optimal in einen Salat verwenden. Aber jetzt werde ich erstmal den Spinat hier locker aussehen. Dazu nehme ich mir jetzt hier eine Handvoll Samen. Ich habe jetzt nur eine Hand frei. Hier habe ich die Samen. Und die lasse ich jetzt hier einfach ganz locker in so Reihen hineinrieseln, also nicht allzu viele, aber ihr seht schon, so ganz locker habe ich die jetzt hier reinrieseln lassen.
Spinat braucht natürlich auch relativ viel Platz, aber da passiert es auch nicht, wenn die Samen zu eng zusammen ausgesät sind, dann werden die Blätter einfach kleiner und ja. So, jetzt werde ich alles noch mit Erde bedecken, kurz angießen und das war's auch schon. Nach 60 Tagen sollte die Ernte stehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Balkonien. Heute haben wir wieder wunderschönes Wetter.